Kollege Patrick Schnieder für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Leistungsfähige Breitbandinfrastruktur ist Teil der modernen Daseinsvorsorge. Ohne eine flächendeckende Breitbandversorgung wird Deutschland insgesamt nicht zukunftsfähig, nicht wettbewerbsfähig sein. Wir werden keine flächendeckende Teilhabe an diesem Medium haben. Die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft würde leiden. Und auch gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland wären ohne flächendeckende Breitbandversorgung nicht gewährleistet. Und deshalb ist das ein wichtiges Ziel, das wir uns gesetzt haben, dass wir bis 2018 eine flächendeckende Versorgung mit einer Mindestbandbreite von 50 Mbit pro Sekunde verwirklichen können. Das ist in der Tat ein Zwischenschritt, ein Zwischenziel, weil wir wissen, dass das, was wir heute an Maßstab haben, morgen schon zu wenig sein wird. Diese Bundesregierung hat in den letzten Jahren enorme Anstrengungen unternommen, dieses Ziel, dieses Zwischenziel zu erreichen und auch die Weichen zu stellen, dass wir zukunftsfähige Infrastrukturen, Voraussetzungen in Deutschland schaffen können. Dazu zählt nicht nur das Breitbandförderprogramm, das der Bund aufgelegt hat, das einen enormen Anschub hier schon nach den ersten Förderbescheiden darstellt. Dazu gehört auch das, was wir gestern auf den Weg gebracht haben mit dem flächendeckenden WLAN, mit der Störerhaftung, die wir dort abgeschafft haben. Und wir gehen heute, beziehungsweise mit dem Gesetz, das wir heute in erster Lesung beraten, einen weiteren wichtigen Schritt, nämlich mit diesem Diginetzgesetz. Und das muss man als Strategie zusammensehen. Eine Maßnahme allein wird uns diesen Fortschritt, diese Voraussetzungen nicht bringen, sondern die Punkte sind alle für sich gesehen wichtig. Deshalb kann ich nur sagen, das, was wir bisher auf den Weg gebracht haben und was wir mit dem Diginetzgesetz an Möglichkeiten schaffen, wird ein weiterer Schub für den Breitbandausbau in Deutschland sein. Und ich will den Blick nicht nur richten auf die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, der deutschen Wirtschaft im internationalen Maßstab, sondern ich möchte auch den Blick auf die Region in Deutschland legen. Wir haben dort noch ein Ungleichgewicht. Wir haben viele weiße Flecken, gerade in ländlichen Regionen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den Blick auch auf diese ländlichen Regionen richten. Liebe Frau Kollegin Rössner, wenn Sie sagen, wir haben kein schnelles Internet, dann wissen Sie, dann wissen wir beide, dass das so nicht stimmt. Wir haben viele Regionen, in denen wir noch nicht ausreichend schnelles Internet haben. Wir wissen aber auch, wir beide zumal, die wir aus Rheinland-Pfalz kommen, dass gerade dieses Bundesland, in dem Sie, Ihre Partei, mitregiert hat und weiter mitregiert, nach der TÜV-Studie, nach anderen Studien, im letzten Drittel des Breitbandausbaus liegt. Sie können doch froh sein, dass der Bund nicht nur so viel Mittel in die Hand nimmt, sondern mit solchen Gesetzesinitiativen die Weichen stellt, dass wir gerade in ländlichen Räumen, unterversorgten Räumen, endlich einen ordentlichen Schritt nach vorne kommen. Und da wir schnell vorankommen wollen, da wir den Ausbau nachhaltig gestalten wollen, das heißt mit einer zukunftsfähigen Technologie, mit dem ganz schnellen Internet, weil wir kostengünstig bauen wollen wegen der hohen Investitionen, ist das Diginetzgesetz ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der Breitbandstrategie. 80% der Kosten, die anfallen, sind Grabungskosten. Und deshalb ist das, was wir dort regeln, an Mitbenutzung von vorhandener Infrastruktur mit der Verlegung von Glasfaser bei größeren öffentlichen Baumaßnahmen, mit den Informationsmöglichkeiten, die geschaffen werden, ein wichtiger Schritt. Und da will ich nicht beckmesserisch über den letzten Euro hier reden. Aber wer in Frage stellt, dass wir damit natürlich wesentlich Kosten einsparen, der geht wirklich an der Wirklichkeit vorbei. Herr Kollege Schnieder, darf die Kollegin Rösner eine Zwischenfrage stellen? Aber bitte sehr. Dass ich diese Zwischenfrage stellen
darf. Sie wissen, wir kommen beide aus Rheinland-Pfalz. Erstmals hat in der letzten Wahlperiode überhaupt die Landesregierung Geld in die Hand genommen. Deshalb frage ich Sie, wie viel Geld hat denn die Bundesregierung für den Breitband- und insbesondere auch Glasfaserausbau in den vergangenen Jahren in die Hand genommen, um tatsächlich nach vorne zu kommen? Und wie viel Geld in der Zukunft tatsächlich eingespeist wird, was jetzt nicht über die Frequenzversteigerung eingenommen wurde, weil die Frequenzversteigerung ja zum Teil in die Länder reingeht. Das ist etwas, was ja auch Länderkompetenz mit betroffen hat. Insofern ist es ja nicht originär Geld, das der Bund aus seinem Haushalt zur Verfügung stellt. Also darüber hinaus, was zahlt die Bundesregierung tatsächlich für den Breitbandausbau? Liebe Frau Kollegin Rösner, ich bin sehr dankbar für diese Frage. Wenn wir das mal rausrechnen, was über die Versteigerung jetzt zusätzlich verausgabt wird, dann muss man zunächst mal feststellen, dass das Land Rheinland-Pfalz in den letzten 4 Jahren in Summe 28 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat. Nach Adam Riese und Eva Zwerg 7 Millionen pro Jahr, pro Haushaltsjahr. 7 Millionen. Schauen Sie mal, was die Bayern machen. In 4 Jahren bis 2018 1,5 Milliarden Euro. Da sehen Sie allein, wo das Land Rheinland-Pfalz bei der Beteiligung Ihrer Partei in der Regierung steht. Und deshalb sollten wir alle froh sein, dass der Bund endlich die Initiative ergreift, damit wir flächendeckend eine vernünftige Versorgung mit schnellem Internet in Deutschland bekommen und dass auch die Länder, die das bisher nicht so prioritär gesehen haben, endlich einen Schub bekommen und vom Bund den ordentlichen Anschub bekommen, dort mehr zu tun. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das DigiNetz-Gesetz ist das Ergebnis einer guten Arbeit. Dort, wo noch nachgebessert werden muss, werden wir das auch tun. Und eines steht fest: Noch nie wurde in einer Legislatur so viel für den Breitbandausbau bewegt. Das DigiNetz-Gesetz ist der nächste wichtige Baustein, mit dem wir den Abstand auf die führenden Breitbandnationen weiter verkürzen. Und deshalb ein großes Lob, eine große Anerkennung an die Bundesregierung, an unseren Minister, an die Kolleginnen und Kollegen, die das mit auf den Weg gebracht haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf der Ehrentribüne